Hallo, ihr Hübschen, Hübschen. So, jetzt kann ich doch mit euch mal laufen. Weil ich habe keine Pötte. Ich habe keine Futterpötte mehr in der Hand. Und jetzt gehe ich nach Hause. Ich bin ein bisschen verschwitzt. Ich habe mich heute rasiert. Geil. Ich liebe nackte Schädel. Ich finde das geil. Am besten noch ein Tattoo da hinten. Boah, mein ganzer Schädel voller Tattoos finde ich geil. Ja, nee, da habe ich. Fehlt mir das Geld für. So, ihr Lieben. Ich habe ja immer gesagt, dass ich beim Laufen nicht filmen kann, weil ich immer die Futtereimer transportiere. Und das ist heute nicht so, weil die hat mein Partner mitgenommen. Der füttert ja jetzt die Tiere. Weil ich ja, heute ist Montag, nächste Woche Montag, nach Deutschland fliege. Ja. Ich bin ganz aufgeregt, total aufgeregt. Ja, ich bin richtig aufgeregt. 3 Wochen, 3 Wochen, 3,5 lasse ich meine Tiere, naja, er macht das schon. Er macht das zwar nicht wie ich, aber das kann ich auch nicht verlangen. Kann ich auch nicht erwarten. Aber er macht das. Auf jeden Fall bin ich total nervös. Also richtig nervös. Guckt euch mal die Gegend hier an. Ist das nicht geil? Ich mache mal ein bisschen hoch, damit ihr was sehen könnt. Da muss ich gleich lang. Total irre. Gut. Und weiter geht's. So. Ja, ich mache manchmal vor der Kamera immer blöde, komische Sachen. Hauptsache, ich finde es lustig. Ihr müsst es nicht lustig finden. Ich muss das lustig finden. Man trifft sowieso nicht jeden Geschmack. Ich bin gerade dabei, ein bisschen was zu lernen bei YouTube. Wie man andere Filme einbindet. Ganz ehrlich, ich habe es nicht gerallt. Ich habe das nicht geschnallt. So, ja, ich verlinke euch mal den da. Da oben. Ja, ich habe letztens bestimmt, weiß ich nicht, 20 Minuten habe ich habe mein Video auf privat gesetzt. Dann habe ich Infokarten, also ich habe die Information bekommen, wie man das macht. Also bin ich auf Infokarten und wollte dann eine ganze Playlist einfügen. Hat er nicht genommen. Dann bin ich nochmal zurück. Dann wollte ich ein Einzelvideo einfügen. Hat er auch nicht genommen. Vielleicht war er verwirrt, YouTube, weil ich ja eine Playlist einfügen wollte. Dann wusste ich nicht, wie ich das alles wieder rausnehmen sollte. Im Endeffekt habe ich mein ganzes Video gelöscht. Und nochmal eingestellt. Ja. Gut, aber ich probiere es weiter. Irgendwann klappt das. Also ich kann euch nicht sagen, ich verlinke euch jetzt das Video da. Klickt da mal rauf. Ich kann nur sagen, hallo ihr Lieben. Wenn ihr euch für meinen Kanal interessiert, bis hierhin geschaut habt, das ist ja auch schon mal was, dann könnte ich euch meine Playlists ans Herz legen. Von den einzelnen Tieren oder mein Minimalismusleben oder ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil, ach, warte mal, hier sind Felsbrocken. Genau, da muss man rübersteigen. Ja, also mein Leben in Worten. Für den einen oder anderen, der meinen Kanal gerne besucht, vielleicht auch interessant. Oh, damit er weiß,
mit wem er was zu tun hat. Ja, ich habe gerade ein kleines Entlein vermisst und ich habe es nicht wiedergefunden. Oh. Oh. Ja, aber manchmal ist das so. Gut, ich laufe weiter. Also, ich laufe mit euch weiter. Ja. Oh, das ist so schön hier. Das ist so traumhaft schön. Obwohl ich noch einen Zacken gerne einsamer wohnen würde. Also wirklich ganz alleine. Klar, dann brauchst du ein Auto. Oder fahrbaren Untersatz, damit du da wegkommst. Aber auch mit meinen Tieren und so. So, dass wir einen eigenen Hof hätten, wo uns Leute auch besuchen können, also auch Urlauber. Nicht unbedingt jetzt, um Urlaub zu machen, sondern den ich meine Geschichte mit den Tieren praktisch näher bringen kann. So ein bewusstes Miteinander. Wie man mit Tieren umgeht, respektvoll und. Wo man, ja, wie so ein Workshops zum Beispiel würde ich gerne anbieten oder Rituale. Da hätte ich voll Bock drauf. Das ist hier aber nicht möglich, weil die Gehege sind nicht meine. Ich darf die benutzen, das finde ich toll. Ich bin super dankbar. Und oh, wir wohnen schon toll. Herrlich. Mitten in der Natur, obwohl da drunter, also ungefähr 50 Meter, ungefähr in die Tiefe, da ist dann die Straße. Wir haben eine Straße hier. Ja, und da fahren natürlich alle Autos, die hier ins Tal wollen. Und ja, dementsprechend hörst du natürlich die Autos hier. Ich habe meinen ganzen Schädel rasiert, bis auf meine Dreadknuddel da hinten, mein Dreadknuddel, und habe mir einen ganz kleinen Pony gelassen. Ich bin gar nicht so sicher, ob der bleibt. Der hat keinen Nutzen. So, gleich komme ich bei uns ins Dorf. Soll ich mich nochmal drehen? Ich drehe mich nochmal für euch. Guck mal. So traumhaft schön. Oh, ich liebe das. Noch ein Zacken einsamer, dann wäre es noch geiler. Ich hoffe, dass ihr mich verstehen könnt. Ja. So. Jetzt komme ich ins Dorf. Da fällt mir ein Satz von meinem Schwager und meiner Schwester ein. Lauf ins Dorf und hol Hilfe. Zu geil. Immer wenn wir so doch schräg drauf waren, also richtig lustig, dann hat mein Schwager das gesagt. Dann hat er zu seinen Hunden immer gesagt. Lunchen, lauf ins Dorf und hol Hilfe. So, ihr seht das jetzt von hinten, weil ich ja von vorne filme. Also ja, dann, oh, ist das ein schönes, ist das geil. Das ist Lichttherapie. Soll ich mit euch unten durchs Dorf oder oben? Oben, ich gehe mit euch oben, vielleicht könnt ihr ja noch was sehen. Nee, das wird jetzt dunkel. Das ist jetzt dunkel. Naja. Das wird gleich wieder heller. So, sag ich doch. Könnt ihr mich verstehen? Ich flüster jetzt ein bisschen. Diese Rotation am Handy,
Das Gewackel ist natürlich auch voll nervig. Aber ich gehe jetzt mit euch unten lang. Obwohl oben schöner ist. Oben ist schöner. Na, na, alte Mieze. Hm? Ja. Hier ist eine Miezi-Kitzi. Eine ganz alte. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Willst du auch mal aufs Bild? Komm mal her. Ja. Ja. Mich aber nicht anpinkeln. Ja, das hast du schon mal gemacht. Hm. Revierverhalten. Völlig normal. Ach. Nein, jetzt haben sie mir die Pflanzen hier weggenommen. Ah, ich wollte die doch für die Hühner haben. Ach nö. Das ist ja doof. Na gut. So. Habe ich meinen Schlüssel? Ja, alles klar. Gut. So, jetzt gehe ich nach Hause. Das ist auch gleich, was ich euch jetzt zeige. Ist auch geil. Der ein oder andere wird das kennen. Oh, ich freue mich auf ein eiskaltes Bier. Da habe ich voll Bock drauf. Gibt es vielleicht einen Knopf beim Handy? Weiß das vielleicht jemand? Was dieses Wackeln und Schütteln ein bisschen reduzieren würde? Weil ich laufe hier auf so... Ja, das ist nicht glatt, sondern das ist so huckelig. Ich versuche schon ganz still zu sein. So, gleich mache ich aus. Okay, ich mache aus. Ja, bis später. Lasst mir mal einen Daumen da, falls es euch gefallen hat. Vielleicht auch ein Abo. Falls ihr überhaupt so weit gekommen seid mit dem Film. Okay, bis bald.